Guten Morgen. Ja, es ist ziemlich früh gerade und heute ist Halloween und ich kam auf die ganz, ganz tolle Idee. Hey, du hast 5 Stunden nach der Arbeit. Komm, du holst jetzt alles raus, was geht. Du willst ein Halloween Wonderland. Und das habe ich mir heute vorgenommen, sowohl essenstechnisch als auch dekotechnisch, technisch, alles Mögliche. Und ja, das probiere ich heute umzusetzen. Die Kamera hat mich auf alle Fälle schon mal im Stich gelassen. Sie wird es noch mehrere Male tun. Batterie hat auch schon keinen Bock mehr. Sie glaubt nicht an mich. Nee, aber ja, ich hab mega Bock, das alles zu machen und ich freue mich. Kurz noch zur Info: Meine Mädels kommen heute Abend zu Besuch. Also, wir machen einen Filmeabend. Mal schauen, ob es Halloween-Filme werden oder wie auch immer. Sehen wir dann. Genau. Ich schau mal, ob ich das alles rechtzeitig fertig bekomme. Jetzt habe ich einen wunderhübschen Kürbis. Hallo. Voll am Dekorieren hier. Was? Mein Gott, sind wir kreativ! Aber echt mal. Mega kreativ. Hui! Santa! Wurde nach Couché. Avec moi? Ist das so? Hey, steht mir. Kriegst du nicht mehr. Pass! Sehe ich nicht stylisch aus. What you say? Oh, that you only meant well. Well. Bam, bam, bam. Yum, yum, yum. Ja, jetzt bin ich. Oh, was mache ich an einem Mittwochabend? Bitte? Was mache ich an einem Mittwochabend? Zu Hause sitzen, Fahrstuhl in uns reinstopfen und Halloween-Deko aufhängen. Ja. Sind wir nicht toll, ne? Ja. Wir sind die Besten. Wir haben es raus. Ja. Bestaunet die Zimmerdeko. Decoration. We did everything together. Woo! Ich gucke das mal schnell an. Seht ihr, das ist das Leben von jemandem, der Videos macht, ne? Immer die Freunde sitzen lassen, die warten aufs Essen. Die schon Tisch am Boden knabbern müssen. Ich habe ein kleines Wonderland. Und sie haben geile Burger. Geile Burger. Und geile Spongebob. Und geil. Die ich endlich nach 3 Jahren mal öffne. Und wir haben geile Donuts. Und Kerzen. Und noch mehr coole Kerzen. Und coole Verpackungen. Schachteln. Und Boas, die überall hängen in meiner Wohnung. Ich werde die Federn noch Wochen später finden. Ja, nächstes Jahr Halloween finden wir. Das passt perfekt, dann brauche ich die Deko ja nicht groß ändern. Das hängt jetzt das ganze Jahr. Das hängt durch Weihnachten durch. Dazu. Und dann fragen sie sich so, ist die Weihnachtsdeko nicht normalerweise rot, weiß, nein, die orange-schwarz, das weiß jeder. Wunderbar. Cool. Weil ich auch so eigentlich sehr dunkle Augen habe und jetzt... Gelb, oder? Mhm. Eigentlich wollte ich blau.
Das ist das nächste, wie ich an die Grenze Katze komme. Das ist so creepy. So, ich melde mich nochmal kurz. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Ich hatte sehr viel Spaß. Und auch mit den Mädels, und wie wir alles dekoriert haben. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir das dieses Jahr so ein bisschen feiern konnten. Jetzt hoffe ich natürlich, dass euch das Video auch gefallen hat und ihr wenigstens ein bisschen lachen konntet. Lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da und abonniert, um keins meiner Videos zu verpassen. Und sagt mir mal Bescheid, was ihr so an Halloween gemacht habt. Wart ihr irgendwie weg? Habt ihr euch verkleidet? Irgendein cooles Make-up? Ja, lasst es mich einfach mal wissen. Sagt mir einfach mal Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!